diese Geräusche an. Früh morgens, abends. Egal, wann ich schlafe gehe, ich höre immer diese Geräusche. Ich muss Geld machen und da reinstecken. Ich weiß auch nicht, was das ist. Das ist wie eine Krankheit, Mann. Bei uns im Viertel wird immer gezockt. Dein Leben läuft ab wie beim Poker. Zuerst kommt der Small Blind. Das ist der Mindesteinsatz, den jeder zahlen muss. Dein Leben. Wo ist mein Geld, Land, du Schwatz? Ja, Mann, wo ist dein Geld? So, einen Film habe ich noch für diese Woche. Und der liegt mir doch etwas mehr am Herzen als die vielleicht letzten drei Filme, die ich hier vorgestellt habe. Die waren alle nett, die waren alle sympathisch, die waren alle auf ihre Art und Weise sehenswert oder eben für eine bestimmte Zielgruppe gedacht. Und das ist auch völlig okay. Aber bei diesem Film hier, ja, da liegt es mir doch etwas mehr am Herzen, dass ihr ihn euch ins DVD oder eben Blu-ray-Regal stellen werdet oder stellt. Denn ich habe einiges zur Entstehungsgeschichte dieses Films mitbekommen und ich kann auch die eine oder andere persönliche Anekdote mit diesem Film inzwischen nun verbinden. Und ich finde halt, dass er im Kino einfach nicht die verdiente Aufmerksamkeit bekommen hat. Und deswegen hoffe ich, dass er jetzt im Heimkino die verdiente Aufmerksamkeit bekommt. Dieser Film heißt Familie und handelt von den drei Tarnis-Brüdern, Miko, Murmet und Daniel. Miko ist der Jüngste und ist spielsüchtig, wie ziemlich viele Menschen auf dem oder im Lüner Kiez in Berlin-Spandau. Deswegen hat Miko eine ganze Menge Probleme am Arsch, wie ebenfalls ziemlich viele Menschen im Lüner Kiez in Berlin-Spandau. Und deswegen hat Miko auch Schulden. Und deswegen, ja, vernachlässigt er auch seinen älteren Bruder Murmet, der das Down-Syndrom hat. Und weil er ihn vernachlässigt, droht jetzt Murmet die Abschiebung in ein Heim. Naja, und Daniel, der älteste Bruder, der war mal eine richtige Größe auf dem Lüner Kiez oder im Lüner Kiez in Berlin-Spandau. Und genau das hat dafür gesorgt, dass er 5 Jahre im Knast verbringen musste. Jetzt ist Daniel raus und möchte eben die Probleme aus der Welt schaffen. Koste es, was es wolle. Und eben mit aller Mühe und Not, die dafür aufgebracht werden muss. Ja! Du warst 5 verfickte Jahre weg. Berlin ist nicht mehr, wie du kennst. Dein Bruder hat Schulden bei uns. Ich bin gestern erst rausgekommen. Wenn wir unser Geld nicht kriegen, machen wir deinen Bruder zu unserem Sklaven. Niemand macht meinen Bruder zum Sklaven. Du hast 50.000 Euro da gelassen. Was hast du gedacht, dass ich damit mache? Zur Bank laufen? Plötzlich war ich schwer. Ich hab Hard auf Tasche. Ich war mehr als nur dein kleiner Bruder. Ey, der Junge hat schwer. Weißt du nicht, dass er ein Spieler ist? Wie kannst du diesem Penner so viel Geld geben? Sie wollten Mohammed ins Heim stecken, hat er mir gesagt. Mohammeds Akte liegt inzwischen bei meinem Vorgesetzten auf dem Tisch. Dieser Junge gehört in die Obhut einer Einrichtung. Niemand nimmt meinen Bruder von uns weg. Haben Sie das verstanden? Wollen Sie mir drohen? Ja, Familie. Das wird jetzt wieder so ein bisschen die etwas, wie soll ich sagen, ungeordnete Angelegenheit. Also ich denke mal, die Emotionen werden wieder aus mir raussprudeln. Deswegen werde ich auch wahrscheinlich wieder wild in den Themen hin und her springen. Aber ich versuche es erstmal zu strukturieren und von vorne zu beginnen. Familie ist ein Film von Kubilay Sarikaya und Serdat Kirtan. Und das sind zwei Jungs, ja, die kommen halt aus dem Lüner Kiez. Die wissen halt, wovon sie erzählen. Und die haben sich halt gedacht, wir wollen unsere eigenen Filme inszenieren, beziehungsweise wir wollen das auf der Leinwand sehen, was wir selbst geil finden und was uns aber auch dann thematisch eben berührt, beziehungsweise beschäftigt. Und sie haben erst einen Kurzfilm gedreht, dann haben sie ein paar Musikvideos gedreht und dann haben sie einen Geldgeber gefunden oder über mehrere Jahre hinweg dann ihren ersten eigenen Langfilm in Angriff genommen, der dann halt auch mit einem Geldgeber finalisiert werden konnte und unter anderem zum Beispiel ja, den Rapper Khatar für sich gewinnen konnte. Also sie haben Khatar dazu gekriegt, dass er eine Rolle im Film spielt. Und die ist eigentlich ziemlich witzig. Und über Khatar kam dann der Kontakt zu Moritz Bleibtreu zustande. Weil der hat nämlich Familie Moritz Bleibtreu ans Herz gelegt und hat gesagt, ey, guck dir das mal an. Das sind 2 coole Jungs aus dem Lüner Kiez. Und die haben ihr eigenes Ding hochgezogen und das muss man unterstützen. Und das hat auch Moritz Bleibtreu so gesehen und hat halt all seine, ich sag jetzt mal, Star-Power genutzt, um diesen Film publik zu machen. So war es unter anderem so, dass Moritz Bleibtreu, ich glaube Anfang Januar oder Anfang 2018, ja, eins von beiden, auf jeden Fall Anfang 2018, bei uns in Kino Plus zu Gast war, um dort seinen Film Nur Gott kann mich richten vorzustellen. Und bei der Gelegenheit hatte er dann auch von Familie erzählt und hat gemeint, ey, das sind 2 Jungs,
hier aus Berlin, die haben ihren eigenen Film gedreht, der erinnert so ein bisschen an Hass und an ein paar andere Ghetto-Streifen wie Mean Streets und so. Und den sollte man auf der Uhr behalten. Und wenn ihr wollt, kann ich euch die beiden Jungs vorbeischicken. Und wir haben gesagt, ja geil. Nachdem wir auch den Trailer gesehen haben, haben wir gesagt, oh cool, das sieht ja richtig gut aus. Schickt die gerne mal vorbei. Und ja, über Moritz Bleibtreu haben wir von diesem Film erfahren, der halt wirklich dann eben seine Star-Power genutzt hat, um diesen Film auch überall publik zu machen. Und der hat dann auch wieder dafür gesorgt, so gesehen, dass die beiden Jungs, dass Sedat und Kubilay, dass die halt auch zu Kino Plus in die Sendung kamen. Und dort haben die halt sehr lang, sehr breit, sehr ehrlich und ausführlich über ihren Film erzählt und über die Entstehungsgeschichte und was sie halt denken und wie sie sich fühlen und wie der ganze, sag ich mal, Rummel, der jetzt auch ein wenig entstanden ist im Rahmen des Films, wie sie den verarbeitet haben und was sie dafür Erlebnisse gemacht haben und wie es halt beim Dreh war und wie gewisse Dinge zustande gekommen sind und so weiter und so fort. Und ich kann das jetzt nicht mehr alles so genau wiedergeben, aber es fing eigentlich schon damit an, dass eigentlich die Hauptrolle von Sedats Bruder gespielt werden sollte, der allerdings im Knast sitzt. Und deswegen hat dann Kubilay die Rolle übernommen, was für ihn eigentlich auch nicht so leicht war. Gerade wenn man dann im Film halt diverse Szenen sieht, die Kubilay dann absorbieren musste, das ist auf jeden Fall nicht ohne, aber da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Ja, und wie gesagt, da gibt es jede Menge wirklich Anekdoten, die die Jungs erzählt haben. Die waren super nett, die waren super lieb, die haben sich sehr gefreut, dass sie bei uns über ihren Film reden durften und dann auch wirklich in aller Breite und ohne irgendwie so Korsett wie bei einem Festival oder eben bei irgendwelchen kurzen Interview-Junkets und so. Und wer den Film gesehen hat, dem empfehle ich echt danach, sich auch unser, sag ich mal, Interview mit den beiden anzuschauen. Ich weiß nicht, ich glaube, es war Folge 202, 210 oder ich bin mir nicht ganz sicher, aber gebt einfach Familie und Kino Plus ein und dann werdet ihr auf jeden Fall das Interview finden. Das ist nämlich auf jeden Fall sehr, sehr interessant und aufschlussreich und wie gesagt, es war auch sehr sympathisch. Naja, kommen wir zur Familie. Das ist auf jeden Fall so ein Grund oder beziehungsweise das sind so ein paar Gründe, weswegen ich diesen Film halt auch schon, ja, auf Anhieb in mein Herz geschlossen hat, aber natürlich haben wir diesen Film auch erst vorher gesehen, bevor wir uns dann mit den beiden Jungs unterhalten haben. Und ich habe den zusammen mit meinen beiden Kollegen Etienne und Andreas gesehen. Und wir waren echt beeindruckt. Ja, wirklich. Das ist sowas von stilsicher und konsequent und wirklich mit Bedacht erzählt. Ja, die haben da wirklich eine Vision gehabt und die haben sie bis zum bitteren Ende durchgesetzt. Und Moritz Bleibtreu, der hat den Film dann auch auf das Oldenburg Filmfestival gebracht, wo er dann auch als bester Film ausgezeichnet worden ist oder zumindest bester Nachwuchsfilm. Und der hat da schon gesagt, dass dieser Film nicht perfekt ist, aber er ist ehrlich. Und das ist eigentlich mit die beste Aussage, die man über diesen Film treffen kann oder die man dem Film irgendwie unterstellen kann. Denn das ist er. Ja, der ist nicht rund, der ist nicht perfekt. Aber er ist ehrlich, denn diese beiden Jungs, die wissen halt genau, wovon sie erzählen. Ja, die erzählen von einer Welt, in der sie aufgewachsen sind und die sie halt eben genau kennen. Eine Welt der Dealer, Zocker, Wettbüros, Billigkneipen, Billigbordells und so weiter und so fort. Billigjobs, Armut und halt kaum Chancen. Ja, so wie eben Kubilay und Sedat. Die hatten auch kaum Chancen. Die haben sich mit allen möglichen Jobs über Wasser gehalten und haben halt irgendwann gesagt, nee, wir ziehen es jetzt durch. Wir drehen unseren eigenen Film. Es hat sehr lange gedauert, ich glaube 8 Jahre insgesamt, mit allem drum und dran, bis das Ding halt fertig, sag ich mal, in die Kinos kommen konnte. Und das Coole an dem Film ist halt, es ist wieder einer dieser Filme, eben wie Hass zum Beispiel, ja, der schaut nicht von oben drauf, sondern die beiden Jungs, ja, die sind mit da unten und die schauen von unten rauf. Und das finde ich halt schon mal richtig cool. Ja. Also man merkt halt schon, einfach von Minute 1 an, dass das ein Film ist, der ganz dicht dran ist an dem, was er erzählt und wirklich einfach auch von da kommt. Ja? Und das spiegelt sich auch darin wider, dass halt Muhammad, ja, wirklich Down-Syndrom hat und wirklich der Bruder von Sedat ist. Ja? Und es gibt auf der Blu-ray hier ein Interview mit Moritz Bleibtreu, das ziemlich lang ist. Und da beschreibt er halt auch, alles, was der in dem Film macht, Sedat, ja, Sedat, Muhammad, das macht der halt auch so. Der kann es ja nur so. Also der hat keinen Begriff von so tun oder eben Schauspielen, sondern für den muss genau das in dem Moment passieren, was für ihn wichtig ist, wie er darauf reagieren würde oder wie er eben darauf reagiert und wie er halt mit einer Situation umgeht. Zum Beispiel gibt es da so eine
geile Szene. Da kommt halt dann noch eine junge Dame ins Spiel, die findet halt bei Miko Unterschlupf. Und Miko zeigt ihr, wie er Muhammad zum Einschlafen bringt. Und dann reibt er ihm so den Rücken und Muhammad schläft halt wirklich in dem Moment ein. Ja? Also das erzählt auch Moritz Bleibtreu ganz charmant. Das ist nicht gespielt oder so, weil wie gesagt, dafür hat der Mensch oder der junge Mann hat dafür keinen Begriff oder kein Verständnis. Der hat da keinen, ja, das existiert nicht in seiner Gedankenwelt. Und deswegen ist er wirklich da eingeschlafen. Und das ist einfach erstaunlich, ja, weil die haben es halt wirklich durchgezogen, mit dem jungen Mann da irgendwie zu spielen. Und der ist gut. Ja, wirklich, der ist gut. Der kriegt einen Ausdruck hin, eine Mimik hin, der reagiert auf gewisse Situationen mit einer Selbstverständlichkeit, mit einer Gelassenheit, mit einer, ich sag's jetzt mal, Professionalität. Das ist einfach fantastisch. Man sollte nicht meinen, dass der Mann geistig beeinträchtigt ist. So, ja? Und wie er halt eben reagiert und wie er halt auch wirklich den Ton einer Szene teilweise richtig trifft. Das ist echt erstaunlich. Es gibt so zwei, drei immer ruhigere Momente, wo Mohammed echt der emotionale Rettungsanker ist, möchte ich jetzt fast mal sagen. Ja? Und wie der Mann das macht, echt absoluten Respekt. Ja? Und was man halt darüber hinaus noch spürt, also dieser Film, der besitzt halt eine echt ungeahnte Zärtlichkeit, in einer Härte verborgen. Ja? Denn alles, was die hier schildern, das Milieu, das ist wirklich so dicht dran, so echt, es fühlt sich so greifbar an. Das ist einfach böse und hart. Das ist keine angenehme Welt. Oder es ist keine weiche Welt, die sie hier zeigen. Sie zeigen eine wirklich verdammt harte Welt. Und da drin, ja, im Kern, in dieser, sage ich mal, eigentlich Gangstergeschichte, so ein Familiendrama einzubauen, das wirklich ans Herz geht, das liebenswert ist, das eine Zärtlichkeit und Emotionalität offenbart, die man halt einfach nicht in dieser Welt vermutet oder fast glauben mag, das ist schon sehr beeindruckend. Das ist schon sehr beeindruckend und deswegen, mit einem Grund, weswegen ich euch diesen Film so gerne ans Herz legen möchte. Darüber hinaus merkt man aber auch, dass die beiden Jungs echt große Kinofans sind. Ja? Natürlich anhand der schwarz-weißen Farbgebung beziehungsweise anhand dieser schicken schwarz-weißen Bilder, die sie hier inszeniert haben, die halt natürlich die Assoziation beziehungsweise die Erinnerung an La Haine oder eben Hass hervorrufen von Mathieu Kassovitz. Und ja, aber da ist aber auch wirklich genauso die Liebe für Martin Scorsese zum Beispiel spürbar, weil an Mean Streets erinnert dieser Film ebenfalls. Aber auch zum Beispiel an Oh Boy von Jan Ole Gerster mit Tom Schilling in der Hauptrolle. Ja? Den finden die beiden auch ziemlich cool und dementsprechend haben die auch gesagt, ey, wir machen das jetzt hier schwarz-weiß. Und weil es eben Teil unserer Welt ist, beziehungsweise weil unsere Welt eben nicht so bunt ist, ja, und es halt einfach oftmals eben nur auf schwarz und weiß ankommt. Ja? Und auch das, ja, finde ich einfach eine richtig geile Entscheidung, dass sie gesagt haben, wir ziehen das jetzt durch. Und wie Moritz Bleibtreu in dem Interview auch sagt, jeder andere Produzent hätte gesagt, ey, mach das bloß farbig. So, ja, es geht ab, schwarz-weiß, will doch keiner sehen, ist doch depressiv hoch 10. Und dieser Produzent, irgendein Professor oder Doktor, der das hier mitfinanziert hat, der hat die Jungs halt einfach machen lassen. Und Respekt einfach an dieser Stelle, dass sie es dann halt auch wirklich so gemacht haben, wie sie sich das vorgestellt haben. Und ja, wo ich diese Filme jetzt schon genannt habe, wo ich die Vorbilder schon genannt habe, ja, also die beiden sind auch Fan von Wim Wenders zum Beispiel, die sehen sich als, sag ich mal, eher Ziehkinder von Wim Wenders, die mit seinen Filmen aufgewachsen sind und sein Verständnis für Kino teilen, beziehungsweise das Kino von ihm zu schätzen wissen. Und wenn ich jetzt hier schon diese Vorbilder irgendwie zitiere, Hass, Mean Streets und so weiter und so fort, dann, oder Oh Boy, dann muss man halt sagen, okay, da merkt man, da waren schon ein paar Männer am Werk, die waren schon ein bisschen erfahrener, die waren schon ein bisschen versierter, die haben einfach das Handwerk doch noch ein bisschen besser beherrscht, beziehungsweise auch das vielleicht Geschichten erzählen. Denn wenn man sich die Vorlagen anguckt oder eben die Filme, die halt verantwortlich dafür sind, dass Familie so geworden ist, wie er halt nun mal ist, dann muss man sagen, dass die Vorbilder alle noch ein bisschen feiner, ein bisschen runder geschliffen sind, ein bisschen, ja, einfach versierter in Szene gesetzt wurden. Hier bei Familie, da fehlt schon mal an der einen oder anderen Ecke. Hier gibt es auch den einen oder anderen Handlungsstrang, der meiner Ansicht nach nicht so richtig konsequent oder nicht so richtig schlüssig zu Ende geführt wird. Ja, gerade am Ende, da hatte ich schon ein paar Fragezeichen, da habe ich das nicht ganz verstanden. Ich meine, die beiden Jungs haben uns erzählt, das war schon so ein gewisser, zum gewissen Teil war das Absicht, aber ich sag mal, da kann man auch noch hier und da eine Abzweigung früher nehmen oder vielleicht hier und da noch ein paar Minuten mehr erzählen. Der Film ist jetzt auch nicht so wirklich lang, aber
ein, zwei Minuten hätte vielleicht für den einen oder anderen Handlungsstrang sich auch nochmal gönnen können. Das wurde dann doch alles am Ende ein bisschen schnell abgehakt, ja, für meinen Geschmack. Aber wie gesagt, der Film ist das Erstlingswerk von diesen beiden Jungs, die vorher überhaupt nichts mit Filmen zu tun haben. Die haben keine Filmhochschule besucht oder sonst irgendwas. Die wurden auch nicht gefördert, ja. Also die haben das wirklich allein gestemmt mit ihrem Doktor, glaube ich, ist es, der ihnen das Geld da zur Verfügung gestellt hat. Und ja, ne, also keine Frage, da ist noch ein bisschen, wäre noch ein wenig Feinschliff nötig gewesen, aber nichtsdestotrotz, das ist eben das Schöne, das macht diesen Film eben halt, ja, so rau, so stolz, auch vulgär, aber ja, eben schmerzhaft echt, und das ist halt eine ganz große Stärke. Und jetzt kann man nun auch kritisieren, beziehungsweise die beiden Jungs wurden halt schon ein paar Mal dafür kritisiert, dass diese Get Rich or Die Trying Attitüde im Film, ja, dass sie nicht wirklich hinterfragt wird, beziehungsweise dass sie nicht wirklich kritisch gesehen wird, sondern dass die halt einfach akzeptiert wird, dass die Jungs halt sagen, ey, wir müssen halt krumme Dinge drehen, um irgendwas reißen zu können oder um aus der Scheiße rauskommen zu können. Mit ehrlicher Arbeit allein wird das nichts. Und ja, das kann man ihnen nun irgendwie ein bisschen ankreiden auf der anderen Seite. Oder sie hätten es vielleicht aufgrund oder in Form von vielleicht dem einen oder anderen Handlungsstrang noch relativieren können. Das haben sie jetzt nicht unbedingt gemacht. Also sie bleiben da eigentlich schon eher dem Credo oder beziehungsweise der Einstellung ihres Viertels treu. Und das hat mich nicht gestört. Das ist am Ende des Tages ist es halt immer noch ein Gangsterfilm, beziehungsweise ein Gangster-Familiendrama. Und dementsprechend kann ich mit der ein oder anderen Fiktion, mit der ein oder anderen Negativität oder mit dem ein oder anderen Anti-Heldentum auch gut zurechtkommen. Ich meine, bei Goodfellas gab es jetzt auch nicht unbedingt. Ich meine, da konnte man als Zuschauer natürlich alles in Frage stellen, aber. Oder auch bei Wolf of Wall Street, da hat Scorsese auch eher, ja, die Party mitgefeiert, anstatt die Party zu verderben. Möchte ich jetzt nur mal anmerken. Ja, und trotzdem, dieser Film, der entwickelt echt eine richtig schöne Sogwirkung. Also ich bin da wirklich, oder wir waren zu dritt, als wir den Film zu dritt gesehen haben, wir sind wirklich einfach dran geblieben, wir wurden von diesem Film mitgerissen. Wir haben, sage ich mal, gestaunt, ob der Zärtlichkeit inmitten dieses Gehabes und Geposes und Gefluche und der Gewalt und waren wirklich beeindruckt von diversen schauspielerischen Momenten. Es gibt in diesem Film eine Szene, da stellt dann Daniel seinen kleinen Bruder Nico und ist halt wirklich, wirklich sauer und die beiden geraten wirklich ernsthaft aneinander. Und wie die beiden das spielen, das ist, boah, das geht an die Nieren. Ja, das ist eine Szene, die ist nicht ohne, die hat es in sich, die ist heftig, die ist intensiv, die ist verständlich sogar von beiden Seiten aus und trotzdem ist man natürlich auch in dem Moment ein bisschen mehr auf Daniels Seite, wenn man vielleicht einfach ein bisschen älter ist und kann so gut nachvollziehen, kann so gut nachfühlen, was für ein Hass und was für eine, ja, also was für ein Hass, der da in dem Moment empfindet und wie sehr er sich zusammenreißen muss und wie sehr er sich anstrengen muss, um auf die Bremse zu treten. Und wie die beiden Darsteller, die bei, ja, ich sage jetzt mal, eher Laiendarsteller sind als professionelle Schauspieler, obwohl Kugelar ja schon auch eine Schauspielausbildung genossen hat, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wie die beiden das darstellen, das ist eine Szene, also wirklich, man kann den Film wirklich scheiße finden, das ist mir egal, aber allein für diese Szene, ja, da sollte man schon Respekt für haben, das ist richtig, richtig gut gespielt. Und es ist eine Szene, die geht ja halt durch Mark und Bein. Also die ist mir durch Mark und Bein gegangen. Und ich glaube, das wird vor allem allen Menschen gehen, die ja selbst Geschwister haben oder einen Bruder oder sonst irgendwie und merken halt oder beziehungsweise wissen, wie es ist, wenn er richtig in die Scheiße gegriffen hat und man jetzt dasteht und das irgendwie ausbaden muss. Und ja, ey, wer kurz und schmerzlos mochte, wer Oh Boy mochte, wer Nur Gott kann mich richten mochte, wer Hass oder La N mag oder Mean Streets, ey, bitte, gebt diesem Film eine Chance. Er hat es wirklich verdient. Ja, er ist, wie gesagt, nicht perfekt, aber es ist das vielleicht ehrlichste und, ja, wie soll man sagen, dringendste Straßenkino, was wir hier in diesem Land seit langem gesehen haben oder was halt in letzter Zeit hier rausgekommen ist oder was generell da draußen in der Welt existiert. Ja, klar, kommen immer mal wieder Gangsterstreifen raus, die alle cool sind. Und die alle schön dicht dran sind oder die halt den einen oder anderen Ton richtig gut treffen. Aber ich finde, dazu gehört auch Familie. Und dafür, dass er aus Deutschland ist und dafür, dass er von zwei absoluten Newcomern kommt,
sollte man diesen Film mindestens einmal gesehen haben. Hoffentlich kommt er auch irgendwo on demand raus, dass man ihn da auch nochmal sehen kann, beziehungsweise dass er da auch von mehreren Leuten gesehen wird. Aber wenn nicht, ey, tut mir den Gefallen, gebt der Blu-ray oder halt eben dem Film mal eine Chance. Er hat es auf jeden Fall verdient. Nicht perfekt, aber grob, frisch und enorm authentisch. 5 Jahre habe ich auf dich gewartet, doch nicht, dass ich so einen Dreckjob mache für 5 € die Stunde. Ich bin doch jetzt da, du bist raus, lass uns mal starten, wir sind doch zusammen, Abi. Die mit der Kohle erhöhen gern, weil alle anderen dann mitziehen müssen. Und die, die nichts haben, außer Hunger, sind immer gierig. Wenn ich schrubbe mit meinem Best. Wenn es regnet, bin ich schon nass. Wenn es regnet, dann werden wir alle nass. Ich und er sind jederzeit bereit für Action. Daniel, Bruder, das hier ist Knast. Diese Bäckerei hier ist mein Knast. Mein Vater schließt mich morgens ein und schließt abends wieder auf, Bruder. Das ist Knast. Du konntest wenigstens deine Schließer, deren Mütter beleidigen. Welche Mutter soll ich beleidigen? Alles ist hier drinne. Alles ist hier drinne, Daniel. Ja, zur Blu-ray an sich will ich jetzt eigentlich gar nicht so viel sagen, beziehungsweise kann ich auch gar nicht so viel sagen. Ja, die kommt mit einem schönen hier Pappschuhe daher. Da ist ein kleines Booklet drin. Da gibt es ein paar Informationen über die beiden Regisseure, beziehungsweise wie dieser Film, sage ich mal, an die Öffentlichkeit gelangt ist. Es gibt ein Statement von den Regisseuren und es gibt noch so ein kleines Interviewzitat oder so ein Interviewausschnitt mit Moritz Bleibtreu oder von Moritz Bleibtreu, der das Ding ja mitproduziert hat. Und da stehen ein paar nette kleine Dinger drin, aber ja, die habe ich euch jetzt fast auch alle schon verraten oder beziehungsweise könnt ihr die auch bei Kino Plus nochmal nachschauen. Ansonsten kann ich aber sagen, der ist schon audiovisuell, geht das schon in Ordnung. Ja. Für meinen Geschmack, die Tonspur war ein Tick zu leise. Also ich musste dann doch, im Gegensatz zu den 2, 3 Filmen, die ich vorher geguckt hatte, musste ich die Anlage doch etwas aufdrehen. Der war allgemein etwas leiser abgemischt. Aber das kann jetzt auch nur an meinem Eindruck liegen. Da möchte ich jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen, dass das generell ein Problem ist. Aber ich habe es doch etwas leiser wahrgenommen. Aber wenn der dann laut ist, ja, dann wummern die Beats auch ganz ordentlich durch die Lautsprecher. Das ist schon okay. Und die Dialoge, klar verständlich sind sie. Man muss jetzt halt nur mit der Aussprache und so weiter halt auch zurechtkommen. Beziehungsweise werden da auch viele arabische Fetzen mit reingestreut, die man natürlich dann nicht so leicht versteht, die dann untertitelt sind. Und ja, also ich sag mal so, die Dialogverständlichkeit ist gut. Und auch die, sag ich mal, Geräuschkulisse, die geht in Ordnung. Ja, die geht wirklich in Ordnung. Das Bild an sich ist eigentlich auch vollkommen okay. Also der kommt sehr gut mit der Schwarz-Weiß-Wiedergabe oder das Bild kommt sehr gut mit der Schwarz-Weiß-Wiedergabe zurecht. Und auch mit den dazugehörigen Graustufen. Ja, schwarz ist schön schwarz, weiß ist schön weiß und die Stufen dazwischen werden ganz gut abgebildet. Hier und da, also es wirkt jetzt alles nicht auf allerhöchstem Niveau durchzeichnet und mit der allerhöchsten oder von der allerhöchsten Schärfe geprägt. Aber das ist schon, sage ich mal, gerade in den Nahaufnahmen, da kann man schon sehr viele Details erkennen. Zum Beispiel halt Kubilai, der hat auch eine ziemlich, ja, wie soll man sagen, der hat schon so ein paar Furchen in der Haut. Also der hat schon ein etwas verlebtes Gesicht, sage ich jetzt mal. Und da kann man schon die ein oder andere Narbe oder die ein oder andere Furche oder, keine Ahnung, wie soll man sagen, Hautirritation, ich weiß es nicht. Das kann man schon alles ganz gut sehen oder auch Barthärchen und so weiter und so fort. In den Totalen und Halbtotalen, ja, da ist man vielleicht Schärferes gewohnt, wenn man jetzt auch zum Beispiel die Schwarz-Weiß-Version von Mad Max gesehen hat. Damit kann der Film jetzt nicht mithalten. Aber das ist halt, wie gesagt, auch ein sehr kleines Ding, der wirklich unter den geringsten Kosten oder geringstmöglichen Kosten produziert wurde, beziehungsweise nicht das große Budget zur Verfügung hatte. Und dementsprechend kann man hier auch mal, glaube ich, ein Auge zudrücken. Ansonsten, wie gesagt, also ist die Präsentation, die ist schon in Ordnung. Es ist nicht das Premium-Produkt, aber es präsentiert sich auf jeden Fall auf einem anständigen Level. Und dann, naja, was mir ein bisschen schade ist, ich hätte gern ein paar Making-of-Bilder gesehen, beziehungsweise ein kleines Making-of gesehen. Irgendwelche Impressionen vom Dreh oder irgendwelche entfallenen Szenen oder sonst irgendwas, die vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Aufschluss über die Struktur oder den Inhalt oder einfach den Fortlauf der Geschichte irgendwie gegeben hätten. Aber dem ist leider nicht so. Es gibt hier eigentlich nur ein halbstündiges Interview mit Moritz Bleibtreu, was aber trotzdem ganz interessant ist. Ja, also ich muss dazu sagen, das, was er so sagt und was er so von sich gibt, das hat er auch schon bei uns in der Sendung mehrfach irgendwie erzählt. Also viele Aussagen kommen mir doch dann bekannt vor. Die hat er auch, glaube ich, bei uns schon mal dann abgelassen. Was aber ihn nur umso sympathischer macht, meiner Ansicht nach, weil er halt wirklich dahinter steht und wirklich immer wieder versucht, genau das, was er denkt und was er versucht, mit solchen Projekten zu erreichen, immer wieder in die Welt hinausträgt und immer wieder bewusst darauf macht oder
die Leute, sag ich mal, den Leuten versucht, das einzuimpfen. Und das fand ich schon ganz cool. Und die Begeisterung und die Leidenschaft und die Euphorie, mit der er über diesen Film erzählt und auch Anekdoten vom Set irgendwie preisgibt oder halt gewisse Sachen irgendwie verrät, das ist schon sehr schön. Und auch anhand dann der Ausschnitte, die dazu gezeigt werden, beziehungsweise anhand des Trailers, der immer wieder eingebaut wird, da kann man schon sich ein schönes quasi Making-of zusammendenken, sage ich jetzt mal. Ja, es ist halt einfach nur ein Interview, aber nichtsdestotrotz sind die Infos cool, Moritz ist cool. Und das Interview ist jetzt auch nicht nur einfach eine Kamera, sondern da sind auch schon zwei Kameras, beziehungsweise ist ein Kameramann beweglich und versucht mal hier und da ein paar Kamerafahrten einzubauen. Also das ist auch nicht so einfach nur das Standard 1:1 Interview mit stillstehender Kamera. Es gibt zwei Perspektiven. Naja, ist wie gesagt eine kleine Produktion. Dementsprechend, denke ich mal, fällt auch der Umfang klein aus. Aber nochmal, wenn ihr auf Gangster-Kino steht, ja, egal aus welchem Land es ist, solange es eigentlich ein gutes oder gut gemachtes und ehrliches Gangster-Kino ist, dann, ja, dann solltet ihr euch hier wirklich gut aufgehoben fühlen. Also dann gebt bitte Familie eine Chance. Ich würde mich sehr freuen, denn ja, ich finde einfach, die beiden Jungs, die haben es verdient. Das ist so viel Leidenschaft, da ist so viel Liebe, so viel Herzblut und dann auch gleichzeitig halt Energie und Zärtlichkeit drin. Und das kommt halt auch noch aus Deutschland und das sollte man einfach mal zu schätzen wissen und sich nach Hause holen. Oder zumindest sollte man ihm einfach mal eine Chance geben.